So, welcome back, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen, ja, Let's Test zu Codename Cure und zu meinem neuen Headset Corneux von Speedlink. Ja, mit dem rede ich hier gerade, ne, mit dem Corneux Speedlink. Ihr werdet jetzt sicher sagen, ey, das kann doch nicht wahr sein, oder? Natürlich ist die Qualität jetzt nicht so gut wie ein Großmembran-Mic, aber es ist eigentlich ausreichend, würde ich mal sagen. Sobald man auch editiert, kriegt man sowieso die 100% Qualität, weil wahrscheinlich werden Leute sagen, ich habe dasselbe Headset, aber bei mir klingt die Mikrofonqualität echt scheiße, ist bei mir genauso. Also ich kann euch sagen, meine Qualität ist nicht so gut, nur man muss es halt editieren, damit es ein bisschen mit Kompressoren spielen und so. Und dann kriegt man auch die 100% Qualität. Codename Cure auf Early Access ist absolut kostenlos. Das heißt, ihr könnt es einfach herunterladen. Nicht zu vergessen, Early Access Beta. Ne? Also da laufen die Bots jetzt nicht so richtig, wenn man alleine spielt. Und auch sehr viele Bugs. Sehr viele Bugs auch im Serverbrowser. Statt dass man jetzt im Internet joint man irgendwo, kommt immer so eine Fehlermeldung von LAN und so. Bisschen blöd, also ich habe das jetzt auch nicht so kapiert, was da los ist, aber vielleicht haben die es ja gefixt. Keine Ahnung. Beziehungsweise sie werden es fixen. Codename Cure. Gutes Game, gefällt mir echt gut. Ist eine Mischung aus Left 4 Dead und Counter-Strike, vor allem das mit der Bombe legen, damit wir auch die Apokalypse stoppen. Ja, die Bots laufen wieder. Ja, die wissen nicht, was man hier machen soll. Keine Ahnung. Zum Headset. Mir gefällt das Headset sehr gut. Ist im Gaming-Bereich sehr gut. Für Let's Playen ist es verdammt geil. Und die Qualität ist auch wirklich gut vom Headset. Also ich muss mal sagen, ich hatte damals das Biodynamic MMX2 und da war die Qualität nicht so gut. Und das Headset hat ja auch um die 30 Euro mehr gekostet. Als jetzt Corneux Speedlink. Das Corneux Speedlink ist, kostet im Geschäft, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch im Geschäft gibt, ich glaube um die 20 Euro oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, reicht mir die Qualität völlig aus. Da habe ich ja, ich mag es auch irgendwie so geschmeidig, wenn da jetzt kein großes Großmembran neben mir ist. Mit einem Schwanenhals, kennt ihr das? Das geht so rauf und dann schräg runter. Und dann hat man das Mic genau vor die Fresse, ne? Und ja, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Da habe ich mir gedacht, ja, komm, lass mal Headset. Das ist viel angenehmer, geschmeidiger. Ja, alles tutti frutti in der Muschi. Und ja, wie gesagt, ein sehr gutes Headset, gefällt mir echt gut. Ihr müsst euch auf jeden Fall herumspielen. Ich denke, das ist auch bei gewissen Headsets von Speedlink so, dass ihr euch wirklich herumspielen müsst. Und ja, wie gesagt, ein gutes Headset. Ich lege die Bombe und wir sehen, was hier passieren wird. So, jetzt kommen die Zombies auf uns zu. Ja, wie gesagt, affengeiles Headset. Demnächst werde ich auf jeden Fall mal gucken, was ich hier Let's Playen werde. Auf jeden Fall kommt noch eine Doomcast-Serie. Podcast, wie gesagt, noch ein paar Let's Tests und so. Mal gucken. So, oh, da kommt da aber eine ganze Horde auf mich zu. Oh mein Gott. Mhm. Das ist ein wenig beschleunigt. Also es ist ja nicht das Game jetzt, was ihr da seht. Also ich habe das jetzt beschleunigt, ne? Also es ist, das Game ist eigentlich relativ langsam. Und ich wollte es halt, ja, ich wollte es nicht zu lang haben. Ist ja auch nichts Besonderes, einfach Zombie killen und zum Helikopter rennen. Zombies killen, Bombe legen, Zombies killen, zum Helikopter. So, jetzt haben wir es. Das war's. Zack. Finito. Und ich werde mich verabschieden, euer Dominator. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.